Liebe Abiturienten, liebe Studienräte, jetzt werden Sie Tränen in die Augen bekommen, denn jetzt verlassen wir den Bereich des allzu oberflächlichen Schabernacks und wenden uns der Hochkultur zu. Und wenn Sie das hier aufgebaut sehen, meine Damen und Herren, schauen Sie an, mit wie viel Liebe zum Detail, mit wie viel Sorgfalt das hier gebaut wurde, dann wissen Sie, Thema Hochkultur, worum geht es hier? Richtig. Um den Trojanischen Krieg, um Odysseus und seine Odyssee. Schauen Sie sich das an. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht hinreißend? Möchte man da nicht ausrasten vor Begeisterung, wenn man das sieht? Meine lieben Freunde hier im Studio. Sind die ruhigen Abende oft die liebsten, die ruhigen Abende. Schauen Sie, es war ja so, Troja, eine Stadt in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber. Das sehen Sie hier an diesem original trojanischen Burgensemble. Und der Autor von Odyssee, Ilias und Odyssee, war der berühmte griechische Dichtkönig Homer. Homer, er hat sich das alles ausgedacht. Unglaublich. Er hat sich das alles ausgedacht. Sagen Sie mir zu Hause, wenn ich zu ausführlich werde, ich weiß, das Thema Trojanischer Krieg und Ilias und Odyssee, das ist allgemeingut, das hat man sozusagen parat, Paris, Apollo, Clytemnestra, Menelaus, Agamemnon, zack, 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 zack. Das sind Figuren des Alltags, aber ich sage es für die Älteren, die schon ein bisschen was vergessen haben, und die Jungen, die vielleicht den einen oder anderen Namen nur vom Hören sagen können. Mit dem Trojanischen Krieg, das war so. Wer war schuld? Die Frauen, natürlich. Und zwar die schöne Helena, die sah ja so wahnsinnig toll aus, wurde geraubt von Paris. Sie wissen, der Mann mit dem Apfel. Und Helena wurde nach Troja entführt und das konnten natürlich die Griechen nicht auf sie sitzen lassen. Es gab einen fürchterlichen Krieg, der 10 Jahre lang dauerte. Und während dieses gesamten Krieges fuhr der berühmte Achilles mit einem Streitwagen vor Troja auf und ab und schleifte hinter sich Hektor hin und her. Das war die Strafe, weil ein guter Kumpel von Achilles wurde umgebracht und Hektor war ein Bruder von Paris. Das ist jetzt nicht falsch, ich sage. Hektor war, glaube ich, der Bruder von Paris und Paris war auch gleichzeitig noch, glaube ich, der Bruder von Clytemnestra, sondern von Cassandra. Aber dazu kommen wir später nicht, dass ich vorgab. Sei nur denn nicht falsch, ich sage, verstehen Sie, der Bruder von Clytemnestra, Paris. So, also Hektor, aua, 10 Jahre lang durch den Trojanischen Krieg und Sand gezogen und Achilles. Und da sagen jetzt viele zu Hause, sag mal, Walter, Achilles, woher kennen wir denn den? Schulterblatt? Nein, war du Siegfried. Auch wunderbar. Aber das ist deutsche Oper und Achilles ist griechische Tragödie. Der kleine Achilles, ja, seine Mutter hat ihn also gebadet. Und es gibt 2 Theorien. Mutti, diese Griechenmütter, die haben die Söhne sehr, sehr lieb gehabt. Deswegen haben die griechischen Söhne später alle eine ganz spezielle Entwicklung genommen. Und ja, 2 Theorien. Die Mutter, ich reibe dich mal ein, komm mal her. Schön abrummeln nach dem Bade. Und sie hat ihn eingerieben mit so einer griechischen Heldenflüssigkeit. Und jetzt gibt es 2 Theorien. Die eine Theorie, wenn ich was Falsches sage. Die eine Theorie sagt, die Mutter hat Achilles in ein göttliches Strahlenbad gehalten, am Beinchen. Und die andere Theorie sagt, die Mutter hat Achilles in den Fluss Styx gehalten. Den Fluss der Unterwelt. Wie heißt der Fährmann auf dem Stück? Cheiron. Frei nur mal so zwischendurch. Gehört es nicht zum Thema, ich sage nur, dass ich nicht vergesse. Cheiron. So, und dabei hielt sie ihn an der Ferse. Und jetzt wissen Sie ja, wenn man ihn da hält,
wo er am ganzen Körper unverwundbar, nur an der Ferse eben nicht. Und wenig später beim Trojanischen Krieg schießt Paris einen Pfeil in die Ferse von Achilles und tschüss, das war es dann für Achilles. Das wie gesagt nur, damit Sie das wissen. Der Krieg dauert also hin und her und wir hatten zwei Rufe. Das eine war wie gesagt Cassandra, Sie kennen die Cassandra-Rufe. Cassandra war eine Frau, die ständig gewarnt hat, sag mal vorsichtig Kinder, Achtung, pass ein bisschen auf. Ja. Heute würde man sagen, eine ganz normale Grüne. Ja, denn, Vorsicht, nein, lass es mal, lass es mal. Gott Apollon hatte Cassandra mit zwei Fähigkeiten ausgestattet, nämlich mit der Fähigkeit zur Vorsehung, aber mit der Nichtfähigkeit der Überzeugung. Also sie hat alles richtig vorausgesagt, aber es hat kein Schwein interessiert. Solche Schicksale kennen wir. Ja, passt du mal auf. Ja, halt's Maul. So, hätte man mal auf sie gehört in Troja. Und der zweite war Laokoon. Nicht einfach zu sprechen mit den vielen O's. Hier vorne sehen Sie ihn mit seinen Söhnen. Dem hat Gott Poseidon aus dem Meer heraus Schlangen in den Hals geschmissen, weil er auch ständig gewarnt hat. Und er ging dann sein ganzes Leben lang mit diesen Söhnen sozusagen von Talkshow zu Talkshow und sagte, ich bin als Statue an meine Söhne gefesselt. Und viele werden jetzt zu Hause sagen, sag mal, Laokoon, ist das nicht diese Theorie Winkelmann, der da 1800 irgendwas diese Theorie geschrieben hat, das sozusagen ein Kunstwerk als Widerspruch zu Lessig. Winkelmann war ja der Mann, der den Satz erfunden hat, edle Einfalt, stille Größe bei klassischen Werken. Und damals herrschte ja die Theorie, dass Winkelmann sagte, ein Kunstwerk kann nur dann poetisch als schön gelten, wenn es auch als Skulptur dargestellt werden kann. Dem widerspricht Lessing, ich sage nur Vergil, Aeneis, aber das wird jetzt nicht weiter. Gehört auch nicht dazu. Ich sage nur, damit Sie nicht sagen, das habe ich gerne gehabt. So. Habe ich da schon gesagt, dass Achilles Hektor den ganzen Zeit durch den Krieg. Ich sage nur mal, falls ich nicht vergesse. So, der Krieg dauerte 10 Jahre und Odysseus sagte, Kinder, jetzt reicht es aber, jetzt gehe ich rüber und mache ein Ende. Odysseus fuhr hier mit dem Ruderbötchen an Troja ran. Cassandra sagte, da kommt Odysseus. Und sagte, halt's Maul. Und Odysseus sagte jetzt, Trojanischer Krieg, ich glaube, ich erfinde jetzt das Trojanische Pferd. Und das Trojanische Pferd sah so aus. Ja? Und man hörte also draußen das Pferd wiehern. Und die Trojaner sagten, Kinder, da draußen ist das Trojanische Pferd. Wollen wir noch reinlassen? Nein! Vorsicht, denn das ist ja so ein Danaer-Geschenk. Danaer-Geschenk, das wissen Sie, das ist ein Geschenk, worüber man sich eigentlich freut, was im Grunde aber dann eigentlich nur noch Nachteile bringt, so eine Art Wahlkampfspende. Ja? Und das Danaer-Geschenk heißt Danaer-Geschenk, weil Homer hat die Griechen als Danaer bezeichnet. Also man hört irgendwie, King on Trojas Tor, das Pferd und so weiter. Die Brücke wurde aufgemacht, das Pferd kam rein und was passierte? Das Pferd hob den Schweif und Odysseus, der sich mit seinen Leuten im trojanischen Pferd versteckt hatte, kletterte raus und schauen Sie das Gemetzel an, das er angerichtet hat. Enthauptete Figuren, Schwerter, die die Schädeldecke gespalten haben, Gedärme, die rektal mit einem Schwert aus dem Leib gepeitscht wurden. Ein derartiges Elend, aber bei den alten Griechen, man hat es nicht anders erwartet. So, Odysseus wieder zurück auf Schiff, fuhr mit dem Bötchen ran, stellte sich vorne auf den Bug, denn er wusste, zu Hause warten die Kamerateams und damit man ihn sehen kann, da will er vorne stehen. Und, meine Damen und Herren, Odysseus trat mit seinem Schiff die Heimfahrt an. Zurück nach Ithaka. Zurück nach Ithaka. Sie wissen ja, in der griechischen Mythologie, die alten Griechen betrachteten das Mittelmeer quasi als Supermarkt, wo man sozusagen das noch mitnahm und dieses. Und Odysseus fuhr Captain's Dinner auf dem Meer, Riesenlaune, Außenkabine, Sonnenpool. Plötzlich kam er an die gefürchtete Meerenge von Skylla und Charybdis. Skylla war ein riesengroßes Monster, das ganz böse war. Und Charybdis
Das waren, wie der Wiener sagt, gefährliche Strudel. Meerstrudel, ja. Und Odysseus sagt, pass mal auf dahinter, Jungs, hey, geht nicht so nah an die Reling. Aber diese geilen Griechen, sie hören ja nicht hin, wenn ihnen einer was sagt. Zwei Mann sind ertrunken. Ja, ja. Braucht die beiden später noch. Also. Das Schiff fuhr durchs Mittelmeer, bergfest, Captain's Dinner, la 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 und so weiter. Plötzlich hörte man von ferne ein Geräusch und jetzt wissen alle, das war die Insel der Sirenen. Und die Sirenen sangen so schön, dass Odysseus sagte, Kinders, ich krieg einen Mast, bindet mich ran. Hier oben, ja, so. Und seine Crew, das Personal, musste sich Wachs in die Ohren stopfen, weil die Sirenen sangen so schön, sie wären sofort wahnsinnig geworden. Und auch das Schiff bekam Kopfhörer und sie hören, was auf dem Schiff zu hören war. Und dann konnte man gefahrlos an den Sirenen vorbeifahren, ohne von ihrem Gesang wahnsinnig gemacht zu werden. Der Kopfhörer gehört den Sirenen, muss da bleiben und plötzlich sah Odysseus eine Insel. Sein Steuermann rief Land in Sicht und Odysseus nahm zwei Leute mit an Bord seines Ruderbötchens, kletterte vom Mast herunter und fuhr an diese Insel heran. Das gilt jetzt nicht, ich muss schnell rumlaufen, das gilt nicht. So, Odysseus, dich sieht man gleich erst. So, Odysseus fuhr hier vorne ran, ja, und sagte, hey Kinder, da ist ja eine Höhle. Wahnsinn, lasst uns mal in die Höhle reingehen. Odysseus mit den beiden in die Höhle rein und plötzlich geschah etwas Schreckliches. Ah, der Zyklop! Der Zyklop! Zyklop, er verbarrikadierte die Höhle mit einem Felsbrocken. Er war alt und fand ihn nicht so schnell, aber die Götter halfen ihm. So, Zyklop, danke. Ja, guck mal, so wäre die Geschichte anders verlaufen. Hier ist zu. Ja, so, Zyklop. Jetzt! Jetzt! Und das heißt, mit den beiden in der Höhle. Ja, Odysseus mit den beiden in der Höhle. Zyklop fraß vor lauter Gier schon im Off die beiden Begleiter. Und man kam natürlich ins Gespräch. Und Odysseus sagte zum Zyklop, na Zyklop, wie heißt du denn? Und der Zyklop sagte, Polyphem. Und wie heißt du? Und Odysseus war ein ganz Schlauer. Er sagte, ich heiße niemand. Das wird er noch brauchen. Und sagte, ja, guck mal hier, ich habe griechischen Wein mitgebracht. Wir legen uns eine Platte von Udo auf. Und Zyklop, trink mal schön griechischer Wein. Und der Zyklop kübelte, dass es nur so pfiff. Und wurde müde und schlief ein. Und da nahm Odysseus einen glühenden Spieß und stieß dem Zyklop sein einziges Auge aus. Der Zyklop schrie, mit dem zweiten sieht man besser und zog sich die Augenklappe drüber. Und dann kamen seine Leute und fragten, Zyklop, Polyphem, wer hat dich denn verwundet? Niemand hat mir was getan. Und niemand will mich umbringen. Da kann man sehen, wie schlau Odysseus war. Denn jetzt sagten die Assistenten von Zyklopen, echt niemand, na dann gehen wir wieder. Ja? Sehr gut, Zyklop. Und am nächsten Tag, Odysseus kam der Zyklop, um seine Herde zu streicheln, seine Hammelherde. Und Odysseus war ganz schlau, er hat sie unten an einen Hammel rangehängt und der Zyklop streichelte nur den Hammel. Ja?
Und Odysseus war gerettet. Er ruderte mit dem Bötchen schnell zum Schiff. Der Zyklop tobte, aber Odysseus schrie, ja, reg dir auf, du blöde Schwuchtel, und so weiter. Und zurück zu seinem Schiff. Und da wusste Odysseus, jetzt wird es Zeit fürs Nachhausefahren. Danke, Zyklop. Nimm ruhig wieder Platz. Und Odysseus fuhr nach Hause. Um überhaupt zu Hause reingelassen werden, musste er sich als Bettler verkleiden. Aber niemand erkannte ihn, nur sein Hund Argos und seine alte Amme und seine Frau Penelope. Die hatte gerade 10 Freier, die sich um sie beworben haben. Und sie hat gesagt, ja, ihr müsst alle einen Wettbewerb machen. Also wenn ihr alle mit dem Bogen schießt und 10 von euch durch die Öse eine Axt treffen, der das am besten kann, der kann mich heiraten. Und das hat natürlich nur Odysseus geschafft. Die Frau hat gesagt, nein, du bist gar nicht, doch, und so weiter und so leben. Glücklich bis ans Ende ihrer Tage. So war das. Ja. Das wird meinen Urologen interessieren. So, meine Damen und Herren. Nichts gemerkt, ja? So ist es immer. Mein erster Gast heute Abend.